Da ich des Öfteren gefragt werde, ob ich mal ein veganes Eis machen könnte, gibt es genau das heute. Und zwar ein Kokos-Bananeneis. Und es besteht auch wirklich nur aus diesen zwei Zutaten, nämlich Bananen. Und zwar habe ich da ein paar richtig schöne, überreife Bananen erwischt. Die habe ich mir dann eingefroren. Also hier. Und Joghurt. Wobei es ist kein Joghurt. Es ist ein Kokos-Natur. Joghurt, also Joghurt soll man es ja eigentlich nicht nennen, weil keine tierischen Produkte drin sind, aber es wird mit Joghurtkulturen zubereitet und von daher geht das in die Richtung. Und aus den beiden Zutaten mache ich mir jetzt das Eis. Dafür kommt zuerst mal das Kokos in den Mixbehälter, den braucht er natürlich auch. So. Das sind übrigens 400 Gramm und hier habe ich zwei Bananen, reif. Eingefroren. So. Muss ich noch ein bisschen zerkleinern. So. Und die kommen direkt zu meinem Joghurt. Nein, nicht Joghurt, zu meinem Kokos. Und die bringen auch gleich die Kälte mit, damit daraus jetzt ein Eis wird. So, dann einmal mixen. So, und schon ist der Anfang fertig. Ja. Kann auch sehen, es ist schön cremig. Jetzt noch probieren. Es schmeckt wie ein richtig leckeres Bananeneis, aber es ist halt vegan. Ich werde mir jetzt die Masse nochmal einfrieren, denn die gibt es erst nach dem Essen. Und deswegen brauche ich die jetzt noch nicht. Aber man sieht, es ist richtig schön cremig, fluffig, also genau so, wie man sich ein Eis vorstellt. Und man könnte es eigentlich auch direkt essen, beziehungsweise man kann es auch recht einfach direkt nach dem Essen zubereiten und so servieren. Geht natürlich auch. So, jetzt einmal umfüllen. Gut. Und wer jetzt möchte, der könnte da zum Beispiel auch noch gefrorene Erdbeeren mit reinmachen oder andere Beeren oder mit Ananas schmeckt das auch sehr, sehr lecker. Also da kann man sich frei austoben, je nachdem, welchen Geschmack man da eben noch mit reinmachen möchte. Und da dieses Eis so unheimlich schnell geht, sind wir auch schon wieder am Ende des Videos. Ich danke euch herzlich fürs Zuschauen und ich wünsche euch viel Spaß beim Eismachen.